Meine Damen und Herren, auch im Bereich Pflege und Gesundheit enthält der Koalitionsvertrag mehr vage Versprechungen als konkrete Lösungsansätze. Alle Menschen sollen die Unterstützung erhalten, die sie in ihrer jeweiligen Lebensphase brauchen. Jeder soll auch in hohem Alter und unabhängig von Beeinträchtigungen selbstbestimmt leben können. Es soll überall gleichwertige Lebensverhältnisse geben. Dazu eine bessere Vergütung aller Pflegeberufe, einschließlich der Pflegedienste, und eine Anhebung der Pflegestellen. Aber all das natürlich nicht zulasten der Eigenanteile der Beitragszahler. In diesem Ampelparadies ist also für jeden etwas dabei. Zumindest für fast jeden. Denn pflegende Angehörige sind ihnen einmal mehr nur eine Randnotiz wert. Sie behaupten zwar, diese Gruppe gezielt in den Mittelpunkt rücken zu wollen. Im Koalitionsvertrag spiegelt sich das aber wohl kaum wider. Mehr als unverbindliche Floskeln wie Modellprojekte prüfen oder den Hinweis auf digitale Lösungen haben sie diesen Menschen nicht zu bieten. Dabei stellen Angehörige den größten Pflegedienst im Lande dar, ohne dessen oft unentgeltliche Leistungen das ganze System längst zusammengebrochen wäre, personell und finanziell. Wir dagegen haben uns bereits in der vergangenen Legislaturperiode mit unserer Forderung nach einem Landespflegezuschuss für diese Menschen stark gemacht, und wir werden das auch in Zukunft tun, meine Damen und Herren. Dass das Thema SARS-CoV-2 lediglich im Zusammenhang mit einem Lob des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Rheinland-Pfalz auftaucht, halten wir für verfrüht. Dies gilt vor allem im Hinblick auf jene große Gruppe, die immer noch auf eine zweite oder sogar erste Impfung gegen Covid-19 wartet. Dennoch ist es wichtig und richtig, auch die vielen anderen Baustellen in unserem Gesundheitssystem wieder mehr in den Fokus zu rücken. Nehmen wir etwa die Förderung des medizinischen Nachwuchses und die ambulante Versorgung. Die Landarztquote und die Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst möchten Sie beibehalten. Schön und gut. Aber bei Maßnahmen, die erst vor gar nicht allzu langer Zeit beschlossen wurden und die daher erst in einigen Jahren Wirkung entfalten werden, ist das beim besten Willen kein Durchbruch. Den Masterplan zur Stärkung der ambulanten Versorgung wollen Sie fortsetzen und ausbauen. Also den Masterplan, der seit nunmehr fast 15 Jahren immer wieder fortgeschrieben wird und der weder die aktuellen Probleme in der ambulanten Versorgung verhindern konnte, noch bisher in nennenswerter Weise zu deren Lösung beigetragen hat. Sie möchten eine Krankenhausfinanzierung auf hohem Niveau und dafür die Investitionsmittel für Krankenhäuser in den nächsten Jahren erhöhen. Das ist auf den ersten Blick sehr erfreulich, denn eine gute Investitionsförderung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von diesen und auch von der Opposition im Landtag gefordert. Auf den zweiten Blick stellt sich für uns allerdings die Frage, was Sie unter einer Krankenhausfinanzierung auf hohem Niveau verstehen und um welche Summen die Investitionsfördermittel erhöht werden sollen. Im Gegensatz zu Ihrem letzten Koalitionsvertrag bleibt es diesmal auch hier bei Ankündigungen und Allgemeinplätzen. Wie wenig glaubhaft die jedoch sind, hat die Vergangenheit gezeigt. Wo sind denn die schon 2016 versprochenen Fortschritte im Bereich der sektorenübergreifenden Versorgungsmodelle, insbesondere der Praxiskliniken? Was haben Sie denn für einen starken öffentlichen Gesundheitsdienst getan, der in der Corona-Krise vor allem dadurch Schlagzeilen machte, dass er noch mit steinzeitlichen Faxgeräten agierte? Nein, meine Damen und Herren, von der Regierung, gerade beim Thema Gesundheit, das aktuell so wichtig ist, und das angesichts der demografischen Entwicklung in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird, hätten wir uns mehr von Ihnen erwartet als alte und bis heute nicht eingelöste Versprechungen mit blumigen Worten noch einmal aufzufrischen.